Hallöchen, Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück bei Kingdom Hearts 2, wo wir uns inzwischen im Schloss des Biestes befinden. Aber das Biest scheint irgendwas scheint mit dem Biest nicht in Ordnung zu sein. Er hat da so eine Rose. Wir kennen ja die Geschichte von, also ich glaube, die meisten kennen von euch die Geschichte von Die Schöne und das Biest. Und die Herzlosen sind natürlich auch wieder mit von der Partie. Mit dem müssen wir uns leider auch wieder rumschlagen, aber das ist ja auch nichts Neues. Dann lass uns mal nach oben gehen, denn hier soll Bell wohl sein. Wir werden mal sehen. Oh, what am I going to do? Okay. But Donald! Who opened the door? Oh, I'm so happy you're here! Donald! Sora! Goofy! Hiya! Put me down! Put me down! Oh! Wo ist das Biest? Oh, er wird im Westflügel sein. Wir reden seit einiger Zeit nicht mehr miteinander. Ist das vorgefallen? Ja. Ist das etwa nicht der Grund, warum ihr hier seid? Nicht ganz, aber wir helfen trotzdem gern. Wenn wir schon mal da sind... Das Biest will also nicht mit dir sprechen? Er verhält sich sehr komisch in letzter Zeit. Die einzigen, die wissen könnten, warum... sind im Verlies eingesperrt. Ich will ihnen ja helfen, aber... einen Moment bitte. Wer hat wen eingesperrt? Das Biest hat seine Bediensteten eingesperrt. Aber warum? Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Wo ist dieses Verlies? Ihr erreicht das Kellergewölbe von der Westhalle aus. Das Verlies ist dort unten. Westhalle? Alles klar. Seid vorsichtig. Immer. Immer, Leute, wir sind immer vorsichtig. Bells Gemach. Erstmal die Karte holen hier. Da, bam, bam, bam. Mega-Formel, okay. Achso, ich habe übrigens wieder was Neues gehabt. Einen Moment. Ihr seht, ich habe alle neue Sachen mal weggemacht. Außer natürlich hier. So, bei Bell. Machen uns doch nicht alles wieder kaputt hier. So. Denn man kann mit den Puzzleteilen noch was anderes machen. Einen Moment, dafür muss ich hier drauf. Und dann muss ich in den Puzzle-Modus. So, Puzzle-Motive gibt es nämlich. Wir haben schon einige hier gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das hier hinkommt. Ich glaube, das kommt hier hin. Genau. Man kann dann später so ein Puzzle hier zu Ende basteln. Das ist ganz cool. Und zählen jetzt hier noch 1, 2, 3, 4... 7 Stück. 7 fehlen uns hier noch. Und bei Herz natürlich noch deutlich mehr. Da haben wir gerade mal 2. Bin gespannt. Wird cool. Also das finde ich eine nette Sache. Ich glaube, ich hatte damals auch alle. So, wir speichern einmal hier ab. Wie immer. Bam, bam. Also ihr seht schon, ich habe übrigens noch nicht weitergemacht seit dem letzten Mal. Also Trainingssessions gab es bisher noch nicht, weil momentan kommen wir ja noch gut klar. Oh nein! Meine Hassgegner. Was hat er denn gemacht? Was hat Goofy denn? Hier kommen doch eh wieder Gegner, oder? Nee, doch nicht. Okay. Mithril-Splitter. So, wieder auf in die Eingangshalle. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, leicht nach links. Ah. Es muss hier irgendwo einen Weg geben, der ins Kellergewölbe führt. Da, 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 bam.
So. Erstmal wieder umschauen hier natürlich. Ne, jede Truhe mitnehmen. Ach, Hartsplitter. Geh nochmal ganz kurz hier zurück. Hier gibt es bestimmt noch Gegner. Oder wir machen hier ein bisschen Radau. So nämlich. High Potion! Da 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 da. Okay, hoch kommen wir nicht. Wahrscheinlich da vorne, wo der Schrank vorsteht. Luna-Tropfen. Und Mithril-Splitter. Hier ist er. Was wird das, wenn man fragen darf? Na toll. Okay, einmal noch. Da, 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 da. Ich hatte es mir hier so schön gemütlich gemacht. Kann ich euch helfen? Was? Ach ja, Belle möchte, dass wir für sie in das Hadith gehen. Heiliger Bimbam, ihr wollt meinen Freunden helfen? Warum sagt ihr das denn nicht gleich? Verzeiht, wenn ich euch erschreckt habe. Wisst ihr, ich war auch mal ein Mensch, bis die Zauberin mich verhext hat. Ich wurde zu einer Kommode, als auch der Prinz in ein Biest verwandelt wurde. Der Prinz wurde zum Biest? Das Biest ist ein Prinz? So ist es. Obwohl sein Benehmen damals alles andere als eines Prinzen würdig war. Und ihr wurdet verzaubert? Es trug sich an einem kalten Winterabend zu. Aber lassen wir das. Ihr könnt euch den Rest anhören, wenn ihr die anderen gerettet habt. So habt ihr wenigstens etwas, auf das ihr euch freuen könnt. Oh Mann. Also sowas. Nun geht husch, das Hadith ist feucht und kühl. Jedenfalls kein Platz für eine Uhr. Eine Uhr? Ihr werdet bald wissen, was ich meine. Also gut, dann wollen wir mal. Dann hinein ins... in den Keller. This must be it. Das war ja wieder so klar. Na gut. Dann los. Oh, cool. Give me strength. Yeah. Back off. Back off. This is it. Yeah.
Ich möchte immer noch mehr Leben haben. Oh, er tut mir irgendwie ein bisschen leid. Der hat bestimmt nur Freunde gesucht. Aber die Tür ist offen, Leute. Ob das Alice wohl hinter dieser Tür liegt? Dann los, wir müssen diese Bediensteten befreien. Also gut, gehen wir. Warte, erst sammle ich noch das ein. Erwachen teilen. Oh, wir haben bald alle Erwachenteile, wenn das so weitergeht. There's nobody here. Gar nicht auffällig. You mean there's nobody to rescue? Did someone say rescue? Shh. Keep quiet. It might be them. Oh, they look like nice boys to me. We are nice. We're your friends. Yeah, Belle sent us to find you. Wow! I'm Sora. Donald. Goofy. Don't! I am self-winding, sir. I am not Goofy. I'm glad you're okay. It is we who are overjoyed to see you. Did somebody put a spell on you guys, too? No. Yes, that's right. You've heard. It was the Enchantress. It seems so long ago. It was a cold winter's night. An old beggar woman came to the castle and asked for shelter. But the master of this castle, that is, of course, the prince... Stop that! Put me down this instant! Thank you. Der Prinz belächelte ihre zerlumpte Erscheinung und schickte die Frau davon. Wie entsetzlich. Ui, er war ein verzogener Prinz, so selbstsüchtig und wie soll ich sagen, grausam. Ach nee, ui. Lumia. Sie warnte ihn, sich nicht täuschen zu lassen. Da man die Schönheit im Verborgenen findet. Und als er sie wiederum abwies, schmolz die Hässlichkeit der alten Frau dahin und eine schöne Zauberin kam zum Vorschein. Sie hatte gesehen, dass es in seinem Herzen keine Liebe gab. Zur Strafe verwandelte sie ihn in ein scheußliches Biest und verzauberte das Schloss und alle, die darin lebten. Unfassbar, was für eine Geschichte. Gibt es etwas, das wir für euch tun können? Wir schnappen uns die Zauberin. Aber nicht doch. Wir wissen bereits, was zu tun wäre, aber in seiner gegenwärtigen Gemütslage... Er verhält sich in der Tat seltsam. Es ist fast so, als hätte er vergessen, wie man anderen vertraut. Du glaubst doch nicht, dass er in einen Herzlosen verwandelt wurde. In einen Herzlosen? Wenn die Herzlosen etwas mit damit zu tun haben, ist es gut, dass wir hier sind. Dann wollen wir mal das Biest suchen. Trebien. Oder Trebien. Trebien. Wenn die Messieurs mir folgen wollen, ich kenne eine Abkürzung. Ach ja, das war das. Okay. Da weiß ich nicht, ob wir das gleich beim ersten Mal schaffen, aber wir versuchen es natürlich, wie immer. Wir versuchen immer alles. Erstmal speichern wieder, wie immer. Da, so. Die kleine Tasse. Wusstet ihr, dass von Unruh auch klingeln kann wie ein Wecker? Und zwar so laut, dass es garantiert jeden aufweckt. Tassilo. Heißt der, glaube ich, ne? In die Ausgangsposition. Cool, kann ich die für zu Hause haben?
nach euch. Also gut, wie kommen wir hier raus? Ich befürchte, dass wir hier nicht so einfach rausspazieren können. Die Tür, die am Ende des Ganges liegt, wird nämlich durch eine ganz spezielle Vorrichtung verborgen. Was für eine Vorrichtung? Seht her! Die Laterne hat sich gesenkt. Das hat sie in der Tat. Wenn wir es schaffen, alle Laternen in diesem Durchgang anzuzünden, würde sich die geheime Tür öffnen. Aber wie ihr sehen könnt, brennen die Laternen bereits mit einer verzauberten Flamme. Ihr müsst die verzauberten Flammen löschen, bevor ich die Laternen auf normale Weise anzünden kann. Können wir sie dann nicht einfach mit Wasser löschen? Ich befürchte, das alleine wird nicht funktionieren. Aber wenn ihr die Kraft des Lichts benutzt... ich probier's mal mit dem Schlüsselschwert. Bravo! Um die verzauberten Flammen zu löschen, nah an die Laternen herangehen und das Situationskommando alle zusammen benutzen. Nur noch 3 Laternen. Wenn wir gut zusammenarbeiten, haben wir die Tür im Nu geöffnet. Ja, ein Kinderspiel. So leid es mir tut, aber ganz so einfach ist es leider nicht, Monami. Ihr könnt schließlich nicht erwarten, dass Son Unu ewig dort von dieser Kurbel herabbaumelt. Ich schaff das schon, Lumiere. Du hast Wachs in den Namen, nicht ich. Wenn er müde wird und herunterfällt, werden alle nicht angezündeten Laternen wieder nach oben zur Decke gezogen. Bevor ihr weiter könnt, müsst ihr nach Son Unu sehen. Wenn er wieder zu Kräften kommt, dann hängt er sich wieder für euch an die Kurbel. Ah, okay. Dann wollen wir das mal versuchen. Wir sind schneller, ihr zwei. So, erwachen. Oh nein. I think this will do the trick. Warte, ich mach eben das hier weg. Die Truhen ja einsammeln. Okay, ich hatte das anders in Erinnerung. Oh nein, muss sie jetzt auch wieder... Beeil dich, du olle Teekanne. Beeil dich, habe ich gesagt. Sie gerade verarschen? Die kommt nicht mit? Okay, ich hatte das in Erinnerung, dass man das in einer bestimmten Zeit schaffen muss. Aber das hatte ich wohl falsch in Erinnerung. Sind wir fertig? Oui. Die geheime Tür sollte sich jetzt öffnen. Aber ich sehe nirgends eine geheime Tür. Nur keine Sorge.
Ihr müsst euch nur auf den Steinblock ihr müsst nur auf den Steinblock drücken, der dort ein wenig hervorragt. Verstehe. Dann los. Nun, dann, ich werde einen Rundgang durch das Schloss antreten. So lange schon blieb mir das verwehrt. Ich entschuldige mich ebenfalls, meine Lieben. Stellt euch vor den Herbstlosen vor. Das Gemach des Herrn liegt am hintersten Ende des Westflügels. Ich werde vorausgehen und auf euch warten. Oh, jetzt noch eine Truhe. Ob wir jetzt... Ah ne, das hatten wir noch nicht eingesammelt. Dann sammeln wir das doch auch noch ein. Oh, wir haben... Warte mal, haben wir jetzt alle Erwachenteile so langsam? Aber ich kann mal ganz kurz gucken hier. Zack. Puzzlemotiv. Oh, guck mal. Das gehört da unten... Ne, gar nicht. Das gehört dahin. Das gehört da unten hin. Das gehört dahin und das gehört dahin. 1, 2, 3. Dann haben wir sie bald. Cool. Kriegt man dann irgendwas? Ah, jetzt sind wir hier. Ah. Okay. Herzteil. Yay. Ein drittes Herzteil. Bei Herzteil muss ich immer an Zelda denken. Also, sorry. Und bei dem Schloss irgendwie auch so ein bisschen, ne? Wegen Ganons Castle. So. Dann auf zum Biest. It's time you dealt with Belle. She's scheming to take everything you have. This castle, your precious rose, and then your life. Trust no one. Feed your anger. Only anger will keep you strong. I've had enough of strength. There's only one thing I want. What? To love and be loved in return. Who could ever love a beast? See? She has accomplices. Hey, Prince. Whoa, whoa. Oh dear, Master. Oh. Hilft dem Biest wieder zu sich zu kommen. Reiß dich mal zusammen, Biest.
Hogsworth. What happened? Well, Master, you see, that is, how shall I say, actually, Well, you put everybody down here in that dungeon. I did what? You did. Who was that guy you were talking to? The one in black? Zaldan. That's his name. He came from the darkness. He used my anger to control me. He took all my sorrow, my sadness, my pain, and turned it all into rage. There was nothing I could do. I could no longer see the truth. Well, I'll be. That must be why you threw all of your friends down there into the dungeon. You wanted to make sure that you didn't hurt them, right? Was that it? Was it to protect them? Sure. We know you're good inside. He's right, Master. We've all seen how kind you can be. After all, Beryl can see the goodness in your heart, but I'm afraid you've yet to... Beryl... I've mistreated her. I've mistreated her and been so selfish. She didn't say anything about that. She'd never tell anyone of my cruelty. She's too good. You see, I'm afraid he judges himself far too harshly. Why don't you just go talk to her? But... No excuses. Come on, we'll go with you. Das Biest ist der Gruppe beigetreten. Ja, ich lasse die Gruppe mal so. Was hat er denn für Abilities? Ach, guck mal, der hat auch Hyperheilung. Oder Hyperheilung. Hyper. Aufwärtsschlitzer. Aha. Wir brauchen wirklich mehr AP. Das ist immer so diese Bredouille, in der wir uns befinden. So, Donald Feuer. Defendor-Schild. War das nicht eine Waffe? Waren die Defenders nicht diese dicken mit den Schilden? Aber immerhin haben wir jetzt einen Namen zu der Nummer 3 der Organisation 13. Tassilo. Madame de la Grande Boucher. Herr von Unruh. Haben wir Lumière. Und Madame Portienne. Portine. Achso, das Biest hat sich auch verändert. Okay, Geschichte. Ich will halt nicht jedes Mal dieses Neu da stehen haben. Hey. Hä? Willst du mich verarschen? Karten. So. Zack. Jetzt hat sich natürlich hier im Puzzle-Modus nochmal was getan. Da können wir noch am Herz-Puzzle-Teil. Gehört das hier hin? Ja. Falls das überhaupt richtig ist, fällt es das ja auch richtig. Nee, das ist richtig. Guck mal, ja, unterste Reihe haben wir. Herzlose gab's auch neue, ne? Die Alu-Wampen, die kennen wir ja schon. Die sehen hier nur etwas anders aus als in Kingdom Hearts 1. Und in Kingdom Hearts Chain of Memories sahen sie ja nochmal wieder anders aus, weil in der Final Mix Edition sehen die Gegner immer anders aus. So. Die Truhe da vorne nehmen wir mit. Warum hat er sein Bett kaputt gemacht? Ist der blöd? Oh. Jetzt fehlen nur noch zwei Erwachenteile. Auch nice. So. Aber ich würde dann sagen, dass wir vielleicht unten im Eingangsbereich wieder Schluss machen. Oder? Ein guter Ort, um Schluss zu machen. Kommt er wieder hier raus? Ah, guck mal, jetzt können wir hier lang gehen. Yeah.
Get out! Let's go! Es sind gar keine Gegner mehr da. Hier vielleicht noch welche? Hallo, lass mich hier weggehen. So, hier tauchen eh wieder welche auf. So. Ich würde sagen, ich beende die Aufnahme mal an dieser Stelle. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter im Schloss des Biestes. Das Biest ist ja wieder zu sich gekommen und wir wieder deutlich stärker. Ne? Mit Level 15 auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen mehr Leben inzwischen. Und wir haben schon wieder eine neue Ability gelernt. Wir sind in einer Bredouille. Wir könnten ja damit die AP aufladen, dann könnten wir die alle anlegen, aber... Naja. Wo könnten wir eigentlich machen, ne? So, müsste doch jetzt für eine Ability reichen hier. Für den Tornado. Der ist cool. Gut, Leute, ich würde sagen, für heute war es das erstmal wieder. Habe ich schon gesagt, dass ihr den Kanal abonnieren sollt? Ja, abonniert den Kanal. Mensch, mein Endspruch immer. Der ist ja schon so alt. So, Leute, ich verabschiede mich für heute. Bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen von allen und so und bla. Und abonniert den Kanal. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, ne? Abonniert den Kanal. Und lasst ein Like da. So, Leute, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.